Wahnsinn. Chinesisch. Über 100 Jahre alt. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche, seid stumm. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe, ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch in den Bergen gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte, hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht, Bruder. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Da ist er. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner stopp, Faust. Stopp, stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay?
Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte! Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Er hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Auf dem Schild ist ein Name. Alex, was machst du da? Vollstrecker. Nur keine Sorge. Wir sagen, er ist durchgedreht und gesprungen. Aber du hast ihn erschossen. Details, Mann. Die finden doch nicht mal seine Leiche.
So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur. Die Endurance. Sie schlagen sie aus. Ah!
In Deckung, ein Eindringling! Damit fertig sein. Thank you.
wieder da. So viel passiert. Vermutlich. Wo ist der Rest des Teams? Die Versorgung hat überlebt. Jemand hat überlebt. Ja, die drei Wasser und Holz an Bord. Ist aber danach noch. Das Schiff beginnt zu sinken. Wir könnten ihn einfach dort sterben lassen. Verdammt, die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. Darauf.
Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mach auf. Oh Gott! Oh, tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg mehr! Was machst du denn? Du bringst uns doch um! Ich komme nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Die anderen ziehen auf uns. Altes Tagebuch. Feldbericht der Expo. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stimme. Ich brauche Antworten. Also 1873. Eine Seite ist abgedeckt. Thank you.
scheiß Todesfalle. Hilfe, schnell! Was zum Teufel? Und dachten. Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Thank you.
machen wir hier? Da in dem Grab sind scheiß Oni. Wir haben Befehle vom Boss. Keiner darf rein oder raus. Ich hätte alles, was seinen Fuß da reinsetzt. Hast du der OMS-Crew zugehört? Ja, die sagt... Hilfe! Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Morgen. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit.